Auch in Neustadt an der Donau fand im Jahr 2004 ein internationales Speedway-Paarfahren statt. Dabei waren Fahrer aus Großbritannien, aus Dänemark, aus Tschechien, Deutschland kam mit Robert Barth und Martin Smolinski. Startend für das Team Oblinger. Der Weltmeister und der Juniorenmeister. Und hier die Amerikaner mit Billy Janiero und Ryan Fischer. Das zweite deutsche Paar, Gerd Riss mit Michael Hertrich. Für Italien fuhren Simone Terenzani und Paolo Salvatelli. Ersatzfahrer war René Schäfer. Gleich der erste Lauf war spannend. Oliver Ellen aus England und der Däne Nils Christian Iversen lieferten sich ein hartes Rennen. Der Däne Henrik Möller lag auf Platz 3 vor Andrew Appleton aus England. Immer noch Ellen vor Iversen. Kurz vor dem Ziel griff dann Iversen noch einmal an. Doch es reichte nicht ganz. Erster Platz Oliver Ellen, zweiter Nils Christian Iversen, dritter Henrik Möller und vierter Andrew Appleton. Im zweiten Lauf hieß es Tschechien gegen Deutschland 1. Der Tscheche Bohumil Brühl und Robert Barth übernahmen die Führung. Martin Smolinski lag auf Platz 3. Robert Barth konnte sich an die Spitze setzen und vor den Tschechen gewinnen. Smolinski wurde Dritter und auf Platz 4 kam der Tscheche Thomas Suchanek. Der Langbahn-Weltmeister im Team mit dem deutschen Juniorenmeister. Robert Barth mit Martin Smolinski. Team Deutschland 1. 4:2 gewonnen gegen die Tschechen. Im dritten Lauf startete das zweite deutsche Paar, Gerd Riss und Michael Hertrich, gegen die US-Boys Ryan Fischer und Billy Janiero. Riss und Hertrich zeigten gutes Paarfahren. Da hatten die Amerikaner keine Chance. Großartig hier nebeneinander den Raum natürlich zumachen, damit
der Spitze. Sensationell geht sie in die letzte Runde. Doch in der letzten Kurve vor dem Ziel rutschte Riss aus, konnte einen Sturz zwar noch vermeiden, fiel aber auf den vierten Platz zurück. Hertrich gewann vor den US-Boys. Gerd Riss und Michael Hertrich zeigten den Zuschauern ein weiteres Superrennen gegen Italien. Riss übernahm die Führung, Hertrich auf Platz 3. Hinter Salvatelli, doch der Michael ließ nicht locker. Er überholte in der dritten Runde den Italiener. Somit gewann das deutsche Paar Riss und Hertrich vor Italien. 5 Punkte für Deutschland und einen Punkt gab es noch für Italien. Auch Martin Smolinski und Robert Barr zeigten ihr Können im sechsten Lauf gegen die Amerikaner. Der Smolly ging in Führung. Robert Barr war Zweiter. Barr wurde immer wieder von dem Amerikaner Tamiro angegriffen. Aber er wehrte hervorragend ab. Fahrfahren der Extraklasse. Erster Smolinski vor Barr, dann das amerikanische Team Fischer und Janiro. 5:1 auf dieser Vergleich. Und Deutschland 1 mit Barr und Smolinski lag in Führung. Platz 2, die Startnummer 7, Robert Barr Deutschland, ebenfalls 2 Punkte gefahren für sein. Auch die Engländer hatten gegen das Superpaar Barr und Smolinski keine Chance. Smolinski und Barr übernahmen die Führung und siegten wiederum vor den Engländern Andrew Appleton und Oliver Allen. Vor einigen Jahren war es noch unvorstellbar, dass gleich 4 deutsche Fahrer international so gut mit dabei sind. Heute eine gute Mischung, jung und alt, 2 Top-Besetzungen aus Deutschland hier in Neustadt an der Donau.
Und da kommen Sie rein. Riesenapplaus für die beiden. Martin Smolinski und Robert Barth. Klasse gemacht. Smolinski vor Barth. Und dann lange nichts. Geschlagen die Engländer. Und Shake Hands von Barth und Smolinski. Spannend wurde es erst so richtig, als im letzten Lauf des Tages die zwei deutschen Paare aufeinander trafen. Das war Lauf Nummer 21. Martin Smolinski übernahm das Kommando. Mit einem Riesenspeed auf der Außenbahn ging er in Führung. Robert Barth und Gerd Riss kämpften um den zweiten Platz. Michael Hertrich lag noch auf Platz 4. Doch anfangs der zweiten Runde hatte Gerd Riss wiederum Pech. Die Kette riss. Und Smolinski fuhr mit großem Vorsprung dem Sieg entgegen und wurde auch mit Robert Barth Tagessieger. Da war die Freude riesengroß. Für die Fans und für die Freunde. Die ersten Gratulanten für den Sieger. Das war die Firma Mediaflex aus Olching. Selbstverständlich mit Busse. Hier die drittplatzierten US-Boys Janiro und Fischer. Ganz oben auf dem Treppchen die Sieger. Robert Barth und Martin Smolinski. Links im Bild die zweitplatzierten Dänen Nils Christian Iversen und Henrik Möller. Okay, okay. Anschließend wie immer die Autogrammstunde von Martin Smolinski, dem Liebling aller Zuschauer. Besonders die Kids mögen ihn. Dicht umringt von seinen Fans. Und er hat immer Autogramme und Poster mit dabei. Sogar seine Kappe musste er beschriften. Hallo, der Junge hat eins. Wer? Alle Fahrer waren schon im Fahrerlager und räumten schon zusammen. Nur der Martin stand noch inmitten vom Stadion und schrieb sich die Fingerwund für seine Fans.
Danke, Fans. Und auch das Fernsehen musste lange warten, um ein Interview von dem Superstar zu bekommen. Ja, auf jeden Fall, ich denke, es war eine gute Veranstaltung. Ich muss sagen, ich bin selber sehr zufrieden aus.